Hey Martin, hast du das gedacht zum Mittag, wie wir beim Service geredet haben? Nicht unbedingt, das war ja schon eine Überraschung. Eigentlich haben wir gedacht, Riegel fahren mit dem R5 das durch, weil im Wald Technik ist genial, aber natürlich die Rallye ist so schwer, es ist so rutschig. Also wir haben auch so die armen Momente gehabt, das geht so schnell. Und ja, es ist halt einfach immer erst zum Schluss das Ziel. Zum Schluss wird angerechnet, der Klick braucht man natürlich auch, man darf nicht zu viel Fehler machen. Ne? Ja, es sind einfach ein paar Parameter. Man muss Material perfekt beieinander haben, selber muss man fit sein. Und das ist bei jeder Rallye brauchst du eben auch, wenn du vorher mitfahren willst, ein bisschen ein Klick öfter. Und das hat mich schon genauso erwischt. Ich habe da mal in Führung liegend 5 km von Ziel mein Auto anstehen müssen, weil ich aus dem Graben nicht mehr rausgekommen bin. Das Auto war top, aber hat nichts gehabt. Aber ich bin reingerutscht, bin nicht mehr rausgekommen und habe eigentlich da einen Sieg hergeschenkt. Und bei der Generale war es selber gesamt der erste ausgefallen. Also ja, ist so. Glück und Pech gleichen sich irgendwann wieder aus, habe ich den Eindruck. Ja, das ist ja das Coole eigentlich im Sport, weil man muss verlieren genauso lernen und das ist halt arg. Ein riesen Aufwand da bei jeder Rallye, aber umso schöner ist es, so wie heute in Dobersberg, dass man die Rallye da gewinnen kann und Komplimente an den Veranstalter. Super, feiert ordentlich. Ziel ist es, bereit zu sein. Gratulation. Genau, danke.